Die Trauben unseres Weinberges in der Wüste waren reif und mussten geerntet werden. Dafür hatten wir die Redaktion geschlossen und machten uns bereits um 4 Uhr morgens auf den Weg in die Wüste. Ausgestattet mit Handschuhen und Scheren begannen wir schon gegen 6 Uhr mit der Weinlese. In den frühen Morgenstunden ist die Temperatur noch angenehm und die Sonne nicht so stark. Bei der Weinlese wurden wir von lieben Helfern aus dem christlichen Kibbutz Beit El unterstützt. Bei einer Pause mit Sandwiches und Kaffee wurde neue Energie getankt. Trotz der Hitze ging es dann mit der Arbeit weiter. Am Ende waren wir alle überrascht von der großen Menge an Trauben, die wir geerntet hatten. Es war doppelt so viel wie im Vorjahr. Und jetzt ist Vorfreude auf den Wein angesagt.